Oh, ein Espresso. Internetkriminelle sind skrupellos und nutzen jeden noch so krassen Trick, um Internetnutzer zu betrügen. Beispielsweise gibt es so richtige Erpressungen über Ransomware. Wie genau das funktioniert und wie ihr euch schützen könnt, heute in den Netzgeschichten. Was genau ist eigentlich Ransomware? Der Begriff setzt sich zusammen aus dem englischen Ransom, also Lösegeld, und Software und bezeichnet Schadsoftware, die zum Beispiel Computer sperren oder die darauf befindlichen Daten verschlüsseln kann. Naja, und Ziel der Kriminellen ist das Erpressen von Lösegeld. Entführt? Lösegeld? Im Ernst? Yep. Es ist wie bei einer richtigen Entführung. Nur, dass die Geiseln halt keine Menschen, sondern Dateien sind. Und dadurch, dass der Computer gesperrt ist, sind alle darauf befindlichen Daten in der Hand der Entführer. In den meisten Fällen wird Ransomware über Links und Anhänge in E-Mails oder über manipulierte oder gefälschte Internetseiten verbreitet. Um möglichst schnell viele Computer zu infizieren, werden oft Rechnungen von Anbietern mit vielen Kunden manipuliert. Etwa Banken, Versicherungen, große Online-Shops oder auch die Telekom. Sobald der Anhang in der E-Mail oder der Link geöffnet wird, ist der Computer infiziert. Die Opfer merken es meist nicht mal. Rüdiger Polskens ist da, Tachchen. Hallo. Welche Varianten von Ransomware gibt es denn? Ja, Ransomware versucht ja, dich in eine Situation zu bringen, in der du bereit bist, einem Angreifer Geld zu bezahlen. Das kann sein, man nimmt dir was weg, was du wiederhaben möchtest. Deine Daten, deine Bilder. Entweder werden sie komplett geklaut oder, was eben ganz hip ist bei Angreifern, ist, dein Gerät zu verschlüsseln. Das heißt, die Daten sind noch da, aber du kannst sie nicht lesen, weil du den Schlüssel nicht hast, sondern den hat der Hacker. Und dann verlangt er halt Geld dafür, um dir den Schlüssel wiederzugeben, behauptet er. Das andere ist natürlich auch so Dinge, man behauptet, die Kamera hätte der Hacker eingeschaltet und dich bei irgendwas beobachtet, was dir im Zweifel peinlich ist. Und er möchte jetzt Geld haben, um das Video nicht zu veröffentlichen. Das sind so zwei ganz große Stränge, die im Moment laufen. Bei dem Video ist oft nichts dabei, das ist eine große Behauptung, da würde ich erst recht nicht zahlen. Aber auch bei den Daten kann man sich nicht wirklich darauf verlassen, dass man auch die Daten wiederbekommt, also den Schlüssel bekommt, dass ich sie wieder auspacken kann, wenn man bezahlt. Das heißt, meine Empfehlung ist, gerade als Privatmensch, wenn man betroffen ist, nicht bezahlen. Es bringt nichts, außer dass die Hacker Geld bekommen. Und was kann ich dagegen tun? Also wie schütze ich mich? Also erstens gucken, vieles kommt per E-Mail rein, ne? Nicht alles anklicken. Ne? Also irgendwelche komischen Rechnungen von irgendwem oder irgendwelche Kontakte, die keinen Sinn in deinem Zusammenhang machen, weglassen. Einfach löschen, das ist Unsinn. Nicht auf alles klicken, was da drin ist. Das so das eine. Das andere ist, einen aktuellen Virenschutz haben. Dass deine Geräte wirklich gucken, was kommt rein auf das Gerät, prüfen, ob das Schadcode ist, der im Zweifel dann halt nämlich so eine Ransomware mitbringt. Das dritte ist, die Geräte aktuell halten. Also deine Handys, deine Tablets, deine PCs immer so einstellen, dass die ihre Aktualisierungen automatisch machen. Das können die. Das heißt, du musst es gar nicht selber machen, du musst dem Gerät das erlauben, das zu tun. Und ja, dann eben Daten, die dir wichtig sind, auch nochmal woanders speichern, damit sie nicht verloren gehen. Und damit ihr weiterhin Netzgeschichten schauen könnt, nehmt euch bitte in Acht vor unbekannten Inhalten. Aber uns könnt ihr natürlich ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!